zum Aalangeln gehen will, der braucht natürlich Würmer. Die kann man sich entweder kaufen für teuer Geld. Die Tennessee Nightcrawler, die Tauwürmer. Oder man buddelt sie sich selber aus. Problem, wenn der Sommer so trocken ist wie jetzt, dann wird es nichts mit Würmern. Beziehungsweise man muss dann zu ganz besonderen Stellen gehen, um irgendwas zu finden. Große Würmer kriegt man sowieso nicht, die gehen bis zu 3 Meter tief, bleiben nur die kleinen. Und da gibt es eine ganz besondere Art, die, habe ich festgestellt, auch Aale sehr gut anspricht. Das ist ein kleiner Wurm, der kommt natürlich meinen Intentionen entgegen, weil ich ja mit kleinen Würmern auf Aale angeln will, mit feinem Material. Und dieser kleine Wurm hört auf den malerischen Namen Allolophobora chlorata. Hier ist er. Ist so ein kleiner Wicht. Je kleiner, desto länger der lateinische Name. Auf Deutsch heißt er einfach Ackerwurm. Und ja, das Besondere an dem Tierchen ist, er ist ein recht bequemer Zeitgenosse. Er rollt sich zusammen, macht nicht viel, macht auch nicht viel an der Angel. Aber, das ist das Besondere, der enthält so einen gelben Körper, so eine gelbe Körperflüssigkeit, wie auch immer. Und die ist für uns, für unsere Nasen fast geruchlos, aber die Aale mögen die offensichtlich leiden. Nicht nur die Aale. Stinkt aber nicht so wie dieser gelbe Schleim, den der Mistwurm von sich gibt. Und fängt eigentlich wie Hülle. Ich will euch das zeigen, aber dazu muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen buddeln. Ja, ich suche mir dann natürlich, wenn es so trocken ist, Stellen aus, die beschattet sind, hier mit Büschen und so weiter und so fort. Ist natürlich hier in dem Geestboden auch nicht ganz einfach. Der ist von Natur aus trocken, der hält das Wasser nicht. Aber ich will mal eine Weile rumbuddeln und dann kann das losgehen. Bis dann. Wenn es Ende Juli, Anfang August so richtig schön warm ist, dann geht Thomas Pruss von der Angelwoche-Redaktion besonders gerne tagsüber auf Aal. An seinem Heimatgewässer Eider findet er optimale Bedingungen vor, um es auf einen Ansitz am Tage bis in die Dämmerung hinein auf seine geliebten Schlängler zu probieren. Wie er uns selber gesagt hatte. Man muss sich nicht unbedingt die Nächte um die Ohren schlagen, um erfolgreich einen Aal zu fangen. Wie und womit er den Aalen nachstellt, wird er uns in den kommenden Minuten zeigen. Da ist der Deich und ich bin hier. Und hinter dem Deich, da fließt der Fluss, die Eider. Und da will ich jetzt Aale angeln gehen, am helllichten Tag. Kommt mit! Zum Aalangeln eigentlich relativ klein, das ist ein Achter. Achterhaken, jawohl. Aber wie ich ja schon gesagt habe, die Würmchen, die sind auch nicht so die Größe. Ah, da kann man nicht nein sagen. Der erste Fisch, ein Barsch. An der Eider bedeutet das immer Glück und nicht der Tag ist im Arsch. Ja, das war der erste Fisch, ein Barsch. Und das ist hier oft so an der Eider. Wenn man mit Wurm auf Aal angelt, auf Grund, dann hat man immer wieder Barsche dazwischen. Ich meine, ich wehre mich garantiert nicht gegen diese Fische, denn die sind natürlich hier in der Pfanne ein Gedicht. Ja, und jetzt will ich mal versuchen, ob der nächste Fisch nicht doch ein Aal ist.
drüben auf der anderen Seite, da liegt ein Boot. Die wollen Zander haben, aber die haben Aale gefangen. Ist halt eben so, das eine, was man will, und das andere, was man kriegt. Ja, mal ein amtliches Rotauge, das hier. Ja, liebe Leute, diese Ackerwürmer hier, diese kleinen Dinger, die sind schon irgendwie eine Wucht in Dosen. Kann man hier in dem Fall sogar wörtlich nehmen. Denn die fangen nicht nur Aale, sondern die haben mir bei den Vorbereitungen für diesen Film auch eine ganze Menge Barsche gebracht. Das hat sich richtig gelohnt mit den Tierchen. Und ich denke mir mal, die werde ich in Zukunft wohl häufiger einsetzen als Tauwürmer. Wer auch tagsüber an seinem Heimatgewässer einen Aalausgang versuchen möchte, der sollte das Gewässer ein wenig genauer betrachten, denn die Aale werden aktiv, sobald die Gewässer trübe werden. In der Eider wird die Gewässertrübung durch einen Tidenhub begünstigt. Aber auch in Stillgewässern oder aber auch an Gewässern ohne Tidenhub sind gute Fänge möglich. Überhängendes Buschwerk und schattige Plätze sind dann die bevorzugten Einstände der Fische. Die alten Würmer, die mache ich immer ab. Nach jedem Biss oder auch Fehlbiss sollte man die erneuern, denn oder gerade nach dem Biss, wenn man den Fisch rausgeholt hat, auch wenn die dann noch ganz intakt aussehen, sollte man sie auswechseln, denn da hängen tatsächlich Schreckstoffe dran, die der Fisch im Drill absondert, und dann dauert es zumindest sehr viel länger, bis ein anderer Fisch beißt. Hey. Fisch Nummer 2 war ein Brassen, aber der hat sich freiwillig wieder verabschiedet. Ja, solange es hell ist, muss man mit solchen Fischen hier rechnen. Da ist er. Und wie man vielleicht sehen kann, der kleine Haken, der sitzt ganz vorne im Maul. Natürlich praktisch zum Lösen, aber auch manchmal für den Aal praktisch, weil er sich dann selber löst. Hab dich. Ja, ich habe gedacht, heute wäre vielleicht eine einigermaßen mondlose Nacht durch die Wolken, aber wie ihr seht, der Mond ist doch da. Halb, zwar nur, aber immerhin. Aber ich hoffe, das macht den Aalen heute nicht so viel aus. Na, 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 na.
will lieber nicht sagen, was es war. War ein dicker, fetter Barsch. Die geronnen, so abgehauen. Ja, nachdem das letztes Mal so gut geklappt hat mit den Aalen am Tag, will ich es heute noch mal probieren. Was mich heute bei meinem Vorhaben, hier Aale am Tage zu fangen, etwas stören könnte, ist dieser dicke, fette Cluster da hinten. Das sieht also über kurz oder lang nach einem Gewitter aus. Aber den will ich erstmal abwarten. Obwohl der Cluster immer weiter hier oben zu mir rüberkommt, habe ich mich für entschlossen, ein bisschen Güterfische zu stippen. Ich habe mir hier einfach ein bisschen Futter fertig gemacht. Ein paar Maden. Hier. Und so. Das Wasser hat gerade mal Vorfachtiefe. Mal gucken, vielleicht geht da ja was. Und hier springt auch die ganze Zeit irgendwas Barschartiges rum. Vielleicht hat er ja Lust auf Maden. Dann gibt es noch einen interessanten Drill. Ja, ich habe eben diesen klitzekleinen Kaulbarsch hier gefangen. Ja, und eigentlich den nicht an die Angel zu tun, wäre eigentlich Sünde. Ich habe einfach einen größeren Einzelhaken und den steche ich hier hinten durch im Schwanzbereich. So sieht das Ganze dann aus. Und da Kaulbarsche ja hervorragende Aalköder sind, versuche ich es mal mit dem kleinen Bürschlein hier. Vielleicht fängt man ja da auch einen dicken Aal mit. Mal gucken. Da kam mir einer in die Quere. Ah, der zieht kräftig wieder. Uhu. Ist ein Aal. Ich würde mal sagen, gegen den wehrt sich keiner. Das ist ja gigantisch. Oh. Aal in grün. Ups. Da ist er. Fantastisch. Ja. Meine Hände sind der Perdu, aber den Aal habe ich. Ha. Geil. So, liebe Leute, ich habe jetzt insgesamt 3 Aale gefangen, alle am helllichten Tage. Den dritten Aal, den habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, weil der schoss hier mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit davon. Und bevor ich dann erst an die Kamera springe und die einschalte und dann den Aal vielleicht verliere, dann entscheide ich mich für den Aal. Ja, wie gesagt, 3 Aale am helllichten Tage, nach einem Wetterwechsel von ziemlich kalt zu jetzt wieder relativ warm. Und ich werde jetzt schön nach Hause fahren und werden an all die anderen Angler denken, die meinen, sie müssten sich die Nacht um die Ohren schlagen. Ich kann jetzt gleich schön in die Haie fallen. Gute Nacht. Und tschüss.